Was hat die Französische Revolution mit dem Crash eines 200-Millionen-Dollar-Satelliten der NASA auf dem Mars zu tun? Tatsächlich sehr viel. Grund für den Crash war ein Fehler bei der Umrechnung zwischen zwei Einheitensystemen, dem US-amerikanischen System und dem metrischen System. Aber was hat das mit der Französischen Revolution zu tun? Während des größten Teils der überlieferten Menschheitsgeschichte nutzte man Gewichts- und Längenmaße, die meist ungenau waren und von Ort zu Ort variierten. In verschiedenen Regionen verwendete man nicht nur verschiedene Maße, sondern auch ganz unterschiedliche Zahlensysteme. Im Spätmittelalter hatte das hindu-arabische Dezimalsystem das römische System in Europa größtenteils ersetzt. Aber Gelehrte wie John Wilkins scheiterten mit dem Versuch, dezimale Standardmaßeinheiten einzuführen. In Frankreich gab es etwa 250.000 verschiedene Einheiten und eine Veränderung hätte weitreichende Folgen gehabt. Im Jahr 1789 kam es jedoch zu dieser Veränderung. Die Anführer der Französischen Revolution schafften nicht nur die Monarchie ab, sie wollten auch die Gesellschaft nach den Prinzipien der Aufklärung ganz neu gestalten. Als die neue Regierung die Macht übernahm, reformierte die Akademie der Wissenschaften das System der Maßeinheiten. Alte Standards, die willkürlich festgelegt waren oder auf Bräuchen beruhten, wurden durch mathematische und naturbezogene Größenverhältnisse ersetzt. Den Meter etwa, vom griechischen Wort für Maß, definierte man als 10-millionsten Teil der Entfernung zwischen Äquator und Nordpol. Das neue metrische System galt nach den Worten des Marquis de Condorcet für alle Zeiten, für alle Völker. Standardisierte Maßeinheiten hatten auch politische Vorteile für die Revolutionäre. Adlige konnten lokale Einheiten nicht mehr manipulieren, um höhere Mieteinnahmen zu erzielen, und die Regierung konnte effektiver Steuern eintreiben. Der neue republikanische Kalender mit einer 10-Tage-Woche reduzierte die Macht der Kirche durch die Abschaffung des Sonntags. Die Einführung des neuen Systems war kompliziert bis chaotisch. Zunächst wurden alte und neue Einheiten parallel verwendet und der republikanische Kalender wurde wieder aufgegeben. Nach Napoleon Bonapartes Machtübernahme durften Kleinunternehmer wieder alte Maße verwenden, aber in metrischen Einheiten. Das metrische System blieb jedoch offizieller Standard und verbreitete sich mit der Ausdehnung von Frankreichs Grenzen. Napoleons Reich überdauerte 8 Jahre, sein Erbe aber viel länger. Einige europäische Länder kehrten am Ende seiner Herrschaft zu alten Einheiten zurück. Andere erkannten den Wert der Standardisierung für den internationalen Handel. Portugal und die Niederlande wechselten freiwillig zum metrischen System. Andere Nationen folgten und die Kolonialmächte verbreiteten es auf der ganzen Welt. Frankreichs größter Rivale, Großbritannien, widerstand der Revolution und blieb zunächst bei den alten Einheiten. Es dauerte zwar 200 Jahre, aber langsam passte sich das britische Reich an. Zunächst erlaubte man das metrische System als Alternative, doch nach und nach wurde es offiziell. Dieser Übergang kam für 13 frühere Kolonien, die bereits unabhängig waren, zu spät. Die Vereinigten Staaten von Amerika beharrten auf den alten englischen Maßen. Heute sind sie eines von nur 3 Ländern, die das metrische System nicht konsequent nutzen. Trotz vieler Initiativen zur Metrifizierung finden viele Amerikaner Einheiten wie Fuß und Pfund intuitiver. Ironischerweise betrachten viele dort das einst revolutionäre metrische System sogar als globalen Konformismus. Das metrische System wird dennoch fast überall in Wissenschaft und Medizin genutzt und entwickelt sich gemäß seiner ursprünglichen Prinzipien weiter. Lange Zeit wurden Einheiten auf Basis sorgsam gepflegter physikalischer Prototypen definiert, doch dank verbesserter Technologie und Präzision werden diese schwer zugänglichen und unzuverlässigen Objekte immer mehr durch Standards ersetzt, die auf universellen Konstanten wie der Lichtgeschwindigkeit basieren. Einheitliche Maßeinheiten sind in unserem Alltag wichtig, sodass es schwer zu begreifen ist, welch große Errungenschaft sie sind. Und da das metrische System aus einer politischen Revolution hervorging, ist es auch für künftige wissenschaftliche Revolutionen bedeutsam. Da wir gerade von Maßen sprechen, weißt du, wie oft du ein einzelnes Stück Papier falten müsstest, um den Mond zu erreichen? Finde es in diesem Video heraus und abonniere unseren Kanal.